HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Liebe Freunde unseres HSV-Podcasts, es ist wieder soweit. Bereits zum 103. Mal, unglaublich eigentlich, müssen wir über den HSV reden. Mein Name ist Alexander Lauchs und zunächst möchte ich meinen Kollegen Kai Schiller an meiner Seite begrüßen. Moin Kai. Moin Lauchsi. Und dann haben wir ausnahmsweise mal gleich zwei Gäste in unser Studio am Großen Wurster eingeladen, um mit ihnen über die aktuelle HSV-Lage, vor allem aber auch über den größten HSV-Fußballer aller Zeiten zu sprechen. Gemeint ist natürlich Uwe Seeler. Und wer jetzt bei uns heute zu Gast ist, sagt uns wie immer in dieser Saison HSV-Rapper Elvis. Zum Geburtstag der Legende treffen sich heute zwei Legenden. Der eine wurde es durch Füße, der andere mit seinen Händen. Der eine hat 1000 Artikel, Bücher, Berichte geschrieben. Der andere in 400 Bundesligaspielen Geschichte geschrieben. Was die beiden verbindet, ist nicht zuletzt der Jubilar. Doch da ist noch so viel mehr. Ist ja eigentlich auch klar, beide sind noch aus der Zeit, wo man mit Leidenschaft spielte. Weder mit Gehalt noch mit Transfers jemals Millionen erzielte. Irgendwie bin ich neidisch, wenn ihr von Fußball berichtet. Hört man von ehrlichem Sport, wird auf den Zirkus verzichtet. Keine 20 Wettbewerbe und kein Video beweist dafür Loyalität. Und ein Spieler, der sich für seinen Verein zerreißt, der ihn repräsentiert, schon seit über 6 Dekaden. Was wäre Hamburg ohne Seeler? Braucht man wirklich nicht zu fragen. Vorhang auf, Mats ab, auf die guten alten Zeiten und deinen besonders lieben Gruß von Herrn Pape an die beiden. Ja, vielen Dank erstmal, Elvis. Super, wie immer. Und ja, erstmal ganz herzlich willkommen Klaus Tschatschik, der zwischen 1969 und 1978 262 Bundesligaspiele für den HSV absolviert hat. Hallo Klaus. Hallo Alexander. Und herzlich willkommen natürlich an meinen früheren Abendblatt-Kollegen Dieter Matz, der, ich weiß gar nicht, wie lange warst du insgesamt beim Abendblatt? Über 30 Jahre, Entschuldigung. Ganz sicher hast du mehr als 1000 Artikel über den HSV geschrieben. Und du pflegst ja auch heute noch eine ganz enge Bande zur Seeler-Familie. Moin Dieter. Moin Lauchsi, moin Kai und auch moin Satchi. Moin Dieter. Schön, dass wir hier in dieser trauten Runde zusammen sind. Und bevor wir über die guten alten Zeiten sprechen, müssen wir leider auch über die aktuellen Zeiten sprechen. Und die sind nicht ganz so gut wie früher. Wir sprechen über die zweite Liga. Ganz kurz einmal vorab gefragt, Klaus, am Wochenende hat der HSV im kleinen Nordderby 1:1 gegen Holstein Kiel gespielt. Warst du im Stadion? Hast du es bei Sky geguckt? Hast du es überhaupt geguckt? Nein, ich war in meiner alten Heimat in Marburg an der Lahn in Mittelhessen und habe die zweite Halbzeit gesehen. Und Kurzfazit? Zweite Halbzeit, ja. Hast du genau die Halbzeit erwischt, die nicht die schönere von den beiden war. Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass die zweite Halbzeit immer die schlechtere ist. Und ich habe mir eigentlich schon Gedanken gemacht, warum bauen die in der zweiten Halbzeit immer ab? Aber auf der anderen Seite sind das irgendwie aus meiner Sicht auch taktische Dinge vom Trainer, dass sie eben immer zu wenig in der Abwehr haben, wenn der gegnerische Stürmer, wenn die stürmt, der Gegner. Und die haben meistens zwei oder drei Abwehrspieler und das ist eben zu wenig. Ich meine, wenn man nach vorne stürmt mit Mittelfeldspieler und Stürmern, dann muss man auch im nächsten Moment auch wieder in der Abwehr sein, so wie man das aus der ersten Liga von den Spitzenvereinen wie Bayern oder Dortmund kennt oder auch andere. Ne? Also ich muss sagen, die erste Liga gefällt mir sehr gut. Da wird ein hohes Tempo gespielt und die sind so oft unterwegs vom Läuferischen. Also die sind konditionell viel stärker und die trainieren auch härter als wir früher. Also mit hohem Tempo sind wir auf jeden Fall direkt bei der harten Analyse. Dieter, hast du das Spiel am Wochenende im Stadion, bei Sky, gar nicht? Wie hast du es verfolgt? Am Fernseher live und ich habe mich hinterher sowas von geärgert. Wie schon so oft in dieser Saison, in den letzten Spielzeiten, habe ich mich geärgert. Und also wenn Lauchsi sagt, ich habe so ein bisschen Verbindung noch zu Seeler, ich habe fast mit allen 60er eine sehr, sehr gute Verbindung und ich will das jetzt nicht sagen, wie die wirklich sich ärgern und was sie loslassen dabei, aber die sind genauso entsetzt wie ich. Es hat mit Fußball wenig zu tun, meine ich. Also wenn der HSV-Trainer jetzt sagt, nach jedem zweiten Spiel sagt er, wir sind voll zufrieden, wir sind im Soll und alles ist gut und alles wird gut und so, dann schüttel ich nur noch mit den Ohren, wirklich, ich kann es nicht mehr hören. Und leider muss ich sagen, also so treibt der HSV seine letzten Fans von der Stange, wirklich.
Dieter, was fehlt denn deiner Ansicht nach? Oder auch wenn du mit Leuten, mit den Experten sprichst, was fehlt dem HSV, um nach oben wieder anschließen zu können? Auch vor allen Dingen der Wille. Also wenn du kannst ja mal auch gegen 10 Mann so in der Viertelstunde vor Schluss ein Ausgleichstor fangen, aus Versehen. Also das ist ja schon öfter passiert. Aber es kann ja mal passieren. Dann erwarte ich einen Aufbäumen. Dann erwarte ich auch einen, der als Leader auftritt und die Mannschaft mitreißt, so wie früher Uwe Seeler. Der hat die aufgeweckt, wenn sie eingeschlafen sind. Aber diese Mannschaft schläft regelmäßig ein. Ich kann kein Aufbäumen erkennen, kein Wille erkennen, dass alle nochmal alle 11 oder alle 10 Feldspieler an einem Strang ziehen und jetzt den Ball nach vorne kloppen und dann auch wirklich versuchen, mit Macht das 2:1 zu erzielen oder das Führungstor wieder zu erzielen. Die spielen so, als wenn sie alle Zeit der Welt haben. Selbst in der 82., 83., 85. Minute, wenn ja, da steht mir einer im Weg, dann spiele ich doch lieber zum Torwart zurück. Das kann ich nicht glauben. Also da früher wurde das auch mit der Brechstange versucht. Früher, ist klar. Aber ich glaube, dass eindeutig der Wille fehlt und dass da alle an einem Strang ziehen. So, jetzt biegen wir das nochmal um. Die ditschen weiter vor sich hin. Jeder schiebt dem anderen die Verantwortung in die Schuhe. Und so kommt der HSV nicht weit, wirklich. Man merkt, dass die Geduld von euch beiden auf jeden Fall arg strapaziert ist. Klaus, was glaubst du denn, was ist mit der Geduld, wie ist mit der Geduld bei den HSV-Fans bestellt? Es waren jetzt am Wochenende immerhin knapp 40.000 wieder da. Das waren mehr als bei Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Allerdings haben die da waren, oder viele von denen, die da waren, am Ende dann auch sehr laut gepfiffen. Wie lange geht das gut? Also ich bin einer, der von vornherein gesagt hat, da fehlt die Qualität bei den einzelnen Spielern. Wenn ich ehrlich sein soll, ich sehe Aidan Leibold, der konstante Leistung gebracht hat, auch in der letzten Saison, über mehrere Spiele. Aber ich sehe ganz wenig Spieler, die von der Qualität jetzt mal sagen, den Aufstieg schaffen können in der zweiten Bundesliga. Das sind viele junge Spieler, ja, die kommen aus der Juniorenmannschaft oder ich weiß nicht, die haben noch nicht viel vorzuweisen. Und aber weil das so ist, muss man vielleicht nicht auch an sich selbst arbeiten quasi und ein bisschen Geduld aufbringen. So ein Mann wie Farid Alidou, du hast die erste Halbzeit nicht gesehen, der hat viel Spaß gemacht in der ersten Halbzeit, muss man vielleicht leider, seine eigenen Fan-Ansprüche runterschrauben und sagen, vielleicht ist der HSV nicht besser in dieser Saison? Nee, der ist nicht besser. Vor der Saison habe ich gesagt, die schaffen den Aufstieg nicht. Nachdem schon wieder, wie viele Spieler, 10 Spieler weggegangen und 10 neue dazu. Bei St. Pauli habe ich gesagt, die werden ganz oben mitspielen. Die haben ihren Stamm, die hätten auch einen Meier oder ein anderes Talent verkaufen können für 2-3 Millionen. Aber die haben die Spieler zusammengehalten und haben sich gezielt mit 2 überdurchschnittlichen Spieler, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, die sind als Mannschaft sind die stark. Und nur so kann man das schaffen. Ja, jetzt ist am Wochenende spielt der HSV in Karlsruhe, in deiner alten Heimat, wo du deine Bundesliga-Karriere begonnen hast. Ja. Karlsruhe ist jetzt mit 2-4 fast so ein bisschen unter die Räder gekommen in Paderborn. Wie schätzt du denn die Chancen in diesem Spiel deiner beiden Ex-Clubs ein? Ja, also Karlsruhe hat ja schon überrascht, vor allem jetzt im letzten Pokalspiel, dass sie in Leverkusen gewonnen haben. Mhm. Und die sind wohl überrascht worden. Durch ein Spieler hat ja 3 Tore gemacht, ne? Und innerhalb von ein paar Minuten, dass sie da mit 0-3, 0-4 hinten lagen. Aber schnellste Hattrick dieser Saison. Umso schwerer ist es jetzt für den HSV, wenn die in Karlsruhe antreten müssen. Ne, das ist ja so, wenn du ein schlechtes Spiel immer hoch verloren hast, dann bringst du, von jeder Spieler wird 10-20% mehr bringen vom Einsatz allein. Und dann weiß ich nicht, ob der HSV dagegenhalten kann. Mhm. Dieter, Platz 7 belegt der HSV im Moment. Also das ist ja eigentlich noch, klingt schon ein bisschen nach Mittelmaß, aber es ist auf der anderen Seite, sind es ja auch nur 3 Punkte Abstand zu den Aufstiegsplätzen. Also trotzdem ist das zeigt ja auch ein bisschen, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Gibt es da nicht doch eine Möglichkeit für den HSV, wenn die Qualität fehlt, wie ihr sagt, dass man nochmal auch später nachlegt, vielleicht im Winter, dass man vielleicht doch den Anschluss schaffen kann? Das ist nicht ausgeschlossen, das muss man sagen, weil wirklich, das sagen die HSV-Oberen ja auch immer tröstend für alle Anhänger, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Das ist wohl auch so, aber allein mir fehlt der Glaube, dass der HSV
da noch irgendwie die Kurve kriegt, um ganz nach oben zu kommen. Ich denke mal, dass er Platz 6 und 7 am Ende der Saison belegen wird. Und vielleicht müssen dann wirklich mal neue Weichen gestellt werden. Also das, darauf hoffen wir ja Jahr für Jahr. Aber ich habe meinen Trainerkollegen, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, während dieses Spiels so in der Endphase per WhatsApp, wir haben so einen kleinen Stammtisch, ich muss nur eine WhatsApp schreiben und habe ich gesagt, wer hat eigentlich Glatzel, Kaufmann und Muheim verpflichtet? Also das muss man mir mal erklären, warum die verpflichtet wurden. Und ich wünsche dem HSV mal ein besseres Händchen bei den Neuverpflichtungen, als sie in den letzten Jahren es bewiesen haben. Ja, das, wenn wir über den HSV von heute sprechen, dann ist es kein einfaches Gespräch. Deswegen wollen wir das jetzt auch in dieser Stunde hier nicht zu lang machen. Wir wollen lieber über den HSV von damals sprechen. Wir wollen vor allen Dingen heute über das Geburtstagskind dieser Woche sprechen, über Uwe Seeler, der am Freitag seinen 85. Geburtstag feiert. Das sind schönere Themen. Und Klaus, wir haben eben gerade über Karlsruhe gesprochen. Vielleicht ist das der beste Übergang, um zu Uwe Seeler zu kommen, weil du hast dein allererstes Bundesligaspiel mit dem KSC gegen den HSV, gegen Uwe Seeler 1963 gemacht. Ist lange her, aber trotzdem die Frage, kannst du dich noch, oder wie gut kannst du dich noch an dieses Spiel erinnern? Ja, das war für mich, also sehr gut kann ich mich erinnern. Ich hab ja mit 15 Jahren auf einem kleinen Dorf bei Marburg gespielt, Sterzhausen, 10 Kilometer von Marburg weg. Und in dieser Dorfmannschaft bin dann 2 Jahre von 16 bis 18 dann zum VfL Marburg gegangen, weil ich weiterkommen wollte. Ich wollte von Haus aus dem kleinen Dorf raus, ich wollte was erleben. Und da habe ich gewusst, das geht nur, wenn ich andere Vereine oder große Vereine auf mich aufmerksam mache. Ich muss alle Auswahlmannschaften durchgehen. Und das hat angefangen mit Kreisauswahl, Bezirksauswahl habe ich geschafft, Hessenauswahl, da kam die Süddeutsche Auswahl damals. Dann gab es am Ende des Jahres so ein Turnier, wo alle Länder gegeneinander gespielt haben und daraus wurde dann die Jugendnationalmannschaft gebildet. Und es gab damals auch nur eine Jugendmannschaft, also 16 bis 18 und keine U17, 18, 19 und dann gab es aber, sondern nur eine und es gab dann noch eine U23-Mannschaft. Das habe ich damals auch geschafft, da reinzukommen. Also ich habe dann war dann so, dass ich in Marburg, ich hatte vor, beim VfL Marburg zu bleiben. Ich habe dann so 2 Spiele mitgemacht, 2 Freundschaftsspiele und habe gemerkt, die älteren Spieler vom VfL Marburg, der ersten Mannschaft, die haben mich gar nicht angespielt. Hinterher habe ich zu meinem Vater gesagt, sag mal, ich spiele auf rechts außen, ich kriege nie einen Ball von denen. War so enttäuscht. Und zu dieser Zeit kam dann ein Anruf aus Karlsruhe, da war der Spielausschussvorsitzende Helmut Hodel, der kannte mich auch durch die Auswahlmannschaften, da waren noch im engeren Kreis 2 Spieler aus Karlsruhe, Dürschnabel und Glaser dabei. Und der fragte mich, Klaus, willst du nicht nach Karlsruhe kommen? Das war 1963? 63, ja, Sommer 63. Also das so, gutes Timing, ne? Das war direkt auch nach dem UEFA-Turnier, das habe ich ja geschafft, also Jugendnationalmannschaft, das UEFA-Turnier war 63, ich glaube März, April in Brighton in England. Und danach, ich habe da 5 Jugendländerspiele gehabt. Wie gesagt, der Hodel kannte mich von der Auswahlmannschaft und hat mich gefragt, ob ich als Amateur auch nach Karlsruhe kommen würde. Ich habe damals Werkzeugmacher gelernt und der hat mir dann auch einen Job dann besorgt bei der IWK in Karlsruhe. Es war ja nicht so, dass man gleich Vollprofi war. Also jeder hat ja noch seinen Beruf ausgeübt und erst Nachmittag war Training. Das war ja das. Also vom zweimaligen Training in der Woche musste ich dann 4-5 Mal in Karlsruhe trainieren. Das war klar. Wie gesagt, ich bin abends um 8 ins Bett gefallen. Ne? Also für mich, ich habe mich vorbereitet auf alles und ja. Und dann kam das erste Bundesligaspiel und direkt gegen den HSV und Uwe Seeler. Ja, und ehrlich gesagt, das war für mich was Besonderes, vor allem das Stadion. Das war, ich glaube, 45 durften nur rein und es waren 55.000. Die saßen vorne, also war ja auch Aschenbahn, die war besetzt, da saßen die Zuschauer, die wollten alle das Spiel sehen. Und auf den Bäumen haben sie auch noch gesessen und das Spiel, ich glaube, es waren 10.000 zu viel drin im Stadion. Und das war natürlich was ganz Besonderes. Ich habe damals rechts außen gespielt, wie das so ist beim jungen Spieler. Der muss erst bei links außen oder rechts außen spielen. Und ich muss sagen, beim Einlaufen habe ich schon Uwe beobachtet. Und mit dem Tunnelblick, ne, sagt man ja dazu, wie Uwe sich schon auf dieses Spiel konzentriert hat. Und habe einen Uwe Seeler, wir liegen ja 8 Jahre auseinander, er war damals 27, ich war 18.
Und ich habe Uwe Seeler also beobachtet, ne, wie der, mit was für einer Dynamik der damals auf dem Platz war. Oder einen Charlie Dörfel in Hochform. Ne. Also ich muss sagen, dass wir waren chancenlos. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt eine ziemliche Klatsche kassiert. Dann, ja, ne? 0-4. Und ja, aber zu Recht, der HSV war so stark. Also ich habe im Stillen gedacht, die werden bestimmt Meister. Ne. Die haben ja auch ganz vorne mitgespielt, sind so, glaube ich, Pokalmeister geworden, 63. Und also es war schon eine Spitzenmannschaft, ne? Und da hatten wir nichts entgegenzusetzen. Hinterher in der Kabine sagte dann der Gegenspieler von Uwe Wittlatschiel, hieß der, der sagt, also ich konnte treten und versuchen, den Uwe, der ist immer wieder aufgestanden und immer wieder los, hat immer wieder losgelegt. Vor allem zum ersten Mal habe ich einen Spieler gesehen, einen Feldspieler, der höher gesprungen als der Torwart mit der Hand. Da war damals der Paul im Tor und Uwe. Ja, der hat ja diese Sprungkraft. Ne? Der ist immer früher hochgesprungen und der Paul kam nicht ran. Ne? Also das kam ja noch dazu bei Uwe, dass der so kopfballstark war. Nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft. Ne? Also, ja. Mhm. Klaus, sag mal, du warst dann später auch noch ein Jahr in Nürnberg und bist dann 1969 zum HSV gekommen. Ja. Damals gab es ja noch keinen Manager in dem Sinne. Wie lief das eigentlich damals ab? Also hatte ich der Präsident, wenn das richtig ist, war es Horst Barelet, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Damals hat er dich angerufen. Wie lief das damals ab? Nee, als ich, ja, das war ja schon schlimm. Ich bin mit dem KSC abgestiegen, 68, gehe zum deutschen Meister, hatte Angebote von Bayern. Aber der Max Merkel von Nürnberg, der kam schon, der hat schon irgendwie einen Späher oder so, hat er nach Karlsruhe geschickt und da wurde ich schon von den Nürnbergern im Februar oder März angesprochen, ob ich Lust hätte, zu den Nürnbergern zu kommen. Ne? Und ich habe ja, die waren noch nicht deutscher Meister, aber die waren eine Spitzenmannschaft. Und da hatte ich auch schon zugesagt. Ne? Und später, 4 Wochen später, kam dann ein Telegramm von Robert Schwan aus München. Ich sollte ihn zurückrufen. Ne? Es gab kein Telefon, man konnte ja sonst mich nicht erreichen. Also mit Telegramm damals noch. Aber da habe ich nicht darauf reagiert, weil ich gedacht habe, ich habe Nürnberg schon zugesagt und bin dann nach Nürnberg gegangen. Aber der Witz ist, ich gehe zum deutschen Meister, möchte mal oben in der Tabelle stehen als Spieler. Ne? Und nicht nur im Abstiegskampf. Ich glaube, wir waren ja Platz 13 war mit dem KSC die beste Platzierung. Ne? Und wollte endlich mal frei aufspielen und meine Spitzenmannschaft. Gehe nach Nürnberg und steig wieder ab. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Obwohl ich alle 34 Spiele gemacht habe, Bundesliga. Oh, könnte jetzt sagen, das spricht nicht für dich. Ja, genau, das hat schon mal einer gesagt. Ne? Der Dennis Diekmeier, also der 60er. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, Robert Schwan, FC Bayern. Ne? Ja, das hast du vergessen. Ja. Das wissen nicht alle. Robert Schwan, also du hättest auch zum FC Bayern gehen können. Das wollte ich nur mal einwerfen. Ja, nee, aber auf der anderen Seite waren die Bayern auf Platz 7 damals. Die hatten noch keinen Titel und nichts. So, und dann kommt ja noch, dazu fällt mir jetzt ein, die hatten ja den Tschaikowski als Trainer und ich wusste, Tschaikowski, der kann gut mit jungen Spielern arbeiten, ne? Chick, der ja, hat doch den ja, klar, kleines Ding, Franz Chick, und alle ja. So, ne? Und dann kam aber ein Cebic, den kannte ich nicht, das kam ja noch dazu. Wäre Chick geblieben, hätte ich es mir vielleicht noch überlegt, vielleicht doch zu den Bayern zu gehen, ja? Aber ich kannte Branko nicht. Im Nachhinein habe ich gedacht, du Idiot, Branko geht hin, wird zweimal Meister und ich steig ab, ne, mit Nürnberg. Ja. Wäre ich da bloß zu den Bayern gegangen und vor allem im Hintergrund, ich hätte nicht nur ein Länderspiel, ich hätte garantiert mehrere Länderspiele gemacht. Der Schön hat ja immer nur Tabelle geguckt und wer ist Meister, wer holt Titel. Ne? Ja. Die Titel habe ich dann am Ende geholt. Aber jetzt sag nochmal, bekamst du dann aus Hamburg auch ein Telegramm irgendwann? Nee, das war so, Ernst Naumann war im Urlaub und der fuhr dann über Nürnberg. Ich nehme an, im Auftrag vom Verein oder. Und der hat mich da angesprochen. Der ist dann zum Training gekommen, oder? Ernst Naumann. Ja, was war der damals? Der war noch nicht, aber ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, dass Ernst Naumann war ja Verleger, ne? Also, ja. Und der hatte aber schon so leicht den Kontakt zum HSV. Ne, also sonst hätte er mich nicht angesprochen. Ne, also ja. Und er hat mich, ob ich Lust hätte, nach Hamburg zu kommen. Ich habe gesagt, ja gut. Und dann. Aber der ist zum Training gekommen und hat dich da angesprochen oder wie hat er dich das da? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Oder ja, am Trainingsgelände bestimmt. Oder hat er mich angerufen? Irgendwie hat er vielleicht auch meine Telefonnummer. Jedenfalls haben wir uns da getroffen und haben uns unterhalten. Und der war mit seiner Frau da und irgendwie auf der Durchreise. Und ja, das war derjenige, der mich da angesprochen hatte. Mhm. Und ging es dann auch da schon um Geld? Also gab es sowas wie Ablösesummen? Oder? Nee, das haben die Vereine immer unter sich ausgemacht. Du weißt also gar nicht, ob du eine Ablösesumme gekostet hast? Doch, also ich weiß, dass der VfL Marburg für mich damals, als ich zum KSC gegangen bin, 12.000 D-Mark zahlen musste. Dafür haben sie eine Flutlichtanlage gekauft. Und später
hat mich der KSC für 30.000 verkauft an Nürnberg. Und Nürnberg hat mich zum HSV mit für 165.000 so ungefähr verkauft, und glaube ich. Weißt du noch, was du damals bekommen hast beim HSV? Was war so dein Einstiegsgehalt? Was wurde so damals üblicherweise gezahlt? Jetzt beim HSV? Ja. Ich weiß nicht, Grundgehalt hatte ich, glaube ich, 2000 D-Mark. Ne? Und naja, interessanter ist ja, dass ich im ersten Jahr in Karlsruhe, ich habe ja Werkzeugmacher gelernt, hatte 600 Mark Grundgehalt brutto damals, ne, das waren 350 Mark netto. Aber dann kam der KSC zu mir und hat mir dann, es war ja so, dass ich dann doch einen Vertrag bekommen hat. Also anfangs nicht, ich wäre als Amateur hingegangen damals zum KSC. Aber ich habe dann einen Vertrag bekommen, weil ein Torwart, der wurde invalide. Denn es waren ja nur 3 Neueinkäufe, 3 Spieler erlaubt damals. Jeder Verein, Bundesliga, im ersten Bundesliga durftest du nur 3 Spieler verpflichten. Und dadurch, dass der Jungmann, hieß der, glaube ich, ein Torwart invalide wurde, konnte der KSC mir einen Vertrag geben. Ich kann sagen, der Vertrag, da habe ich 500 D-Mark Grundgehalt. Und ich habe ja nicht gleich erste Mannschaft gespielt, aber der Spielausschussvorsitzende hat mir dann gesagt, Klaus, wenn du in der Reservemannschaft, das gab es ja auch beim KSC, die süddeutschen Vereine haben untereinander in der Reservemannschaft gespielt, war immer mal so ein Vorspiel, da kriegst du dann immer was dazu, sodass du dann auf 800 oder 1000 kommst. So. Und dann hatte ich ein Handgeld von 5000 brutto, habe ich bekommen für die 2 Jahre, Handgeld 5000 D-Mark brutto. Und im zweiten Jahr habe ich dann schon verlängert, anstatt 500 habe ich dann schon 1200 D-Mark Grundgehalt. Und das war für mich damals zu der Zeit viel Geld. Mhm. So viel Geld, dass du dann irgendwann den Job als Werkzeugmacher ablegen konntest? Ja, das war zum Lachen. Ich habe angefangen von morgens bis 16 Uhr zu arbeiten als Werkzeugmacher. Industriewerke Karlsruhe, IWK damals. Und der Verein hat damals schon, wir hatten schon eine Siegprämie in der Bundesliga von 500 D-Mark. Und dann habe ich mir nach einem Jahr gesagt, es ist doch besser, wenn ich einen Halbtag arbeite, mich nachmittags vorbereite aufs Training, ne, und nicht nur arbeite, sondern wenn ich ein Spiel mache, habe ich fast den Monatslohn schon raus, ne, wenn ich ein Bundesliga, wenn ich da rein Spiel mache. Und dann habe ich mir überlegt, halbtags. Und die waren mit einverstanden, dass ich nur noch halbtags gearbeitet habe, bis Mittag, habe ich dann hingelegt. Und damals war mein Kollege, ich hatte ja noch kein Auto, erst nach einem Jahr, Rolf Kahn, der hat in der Nähe gearbeitet, das ist der Vater vom Oliver Kahn. Der hat mich dann abgeholt, den Auftrag hat er vom Hodel gehabt, vom Spieler. Du holst den Klaus zu Hause ab. Ich habe auf Untermiete in so einer Wohnung, die haben mir ein Zimmerchen, ne, mit Tee morgens. So ja. Habe ich damals gewohnt, ein Zimmer mit Tee. Und ich glaube, 80 D-Mark habe ich bezahlt im Monat. Ne? So war das erste Jahr. Ja. Und dann im zweiten Jahr bekam ich dann schon 80 D-Mark kriegst du halt noch nicht mal einen Mova, naja, Parkplatz. Aber auf der anderen Seite, die Mietwohnung, die haben damals auch 200 D-Mark und so, ne, oder 180 oder irgendwie damals gekostet. Ne? Also das war nicht so. Nee, aber dann habe ich im zweiten Jahr 1200 und das war mit meinem Gehalt dann von der IWK kam ich dann auf 1500 D-Mark. Ne? Ja. Also ja, da war ich mir zufrieden. Ne? Aber lass uns mal ein bisschen in die Hamburger Zeit dann reingehen. Ja, ja. Du kommst dann mit 1969 zum HSV mit einem Uwe Seeler, der dann schon im reiferen Alter war, so 32. Gerd Dörfel hat auch noch mitgespielt. Uwe 33. 33 schon. Ja, ja. Wie lief das Eingliedern dann eigentlich für so einen noch jüngeren Kerl wie dich? Seid ihr dann auch mal gleich losgezogen? Konnte man das überhaupt? Wie war das? Nee, losgezogen. Du meinst nach dem Spiel mal irgendwo in die Stadt oder so? Nee, das wollten die. Ich habe mich gewundert. Die haben gesagt, den Uwe dürfen wir nicht mitnehmen, sonst haben wir wieder einen Auflauf. Da haben wir nicht unsere Ruhe. Wenn wir da irgendwo in eine Diskothek gehen in Hamburg, ne, nach so einer Fahrt, wenn wir irgendwie abends nochmal ausgegangen sind. Nee, aber Uwe, also ich muss sagen, Uwe, vor dem hatte ich unheimlich Respekt. Als kleiner Junge, wir sind 9 Jahre, ich war 9, da war ich 18, da war schon Nationalspieler. Ich hatte großen Respekt von ihm. Immer wenn ich dann war Länder- und Nationalspieler, dann in dem Alter vorher schon die Jahre, als ich noch ein kleiner Junge auf dem Dorf war. Und Uwe Seeler, dass ich der mal vor mir steht, den Gedanken hatte ich ja damals gar nicht. Ne? Aber dann stand Uwe vor mir beim ersten Training und ich musste echt überlegen und habe auch ganz vorsichtig oder zaghaft ihn geduzt. Ich habe kurz überlegt, muss ich jetzt Uwe siezen oder darf ich auch du zu ihm sagen? Das ist so vorher durch meinen Kopf. Ich habe ihm dann gesagt, also ganz leise so, das ist gar nicht so, ne? Als wenn das selbstverständlich wäre. Uwe war die Nummer 1 als Fußballer in Europa und hat Weltauswahl gespielt. Ne? Also ich hatte unheimlich großen Respekt vor Uwe. Ne? Auch mit 33, ne? Aber ja, wie gesagt. Dieter, du warst damals
Fan, ne? Und, ja, kann man sagen. Kann man sagen. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wie du als Fan dann so ab 69 das erlebt hast. Warst du dann immer im Stadion bei den Spielen? Ist man, wie viel hat eine Eintrittskarte gekostet? Wie war das damals? Also, mein erstes HSV-Spiel habe ich ja 1958 gesehen und dann 1959 ein 9:1 am Roten Baum im Halbfinale gegen, Pokalhalbfinale gegen Werder Bremen. Und 9:1, beide Mannschaften in Bestbesetzung. Und dann bin ich HSV-Fan geworden. Und immer dann, wenn ich nicht gespielt habe oder es die Zeit zuließ, bin ich mit der U-Bahn von der Habichstraße bis zur Hallerstraße gefahren, habe mir die HSV-Spiele angesehen. Und auch in der Bundesliga bin ich dann auch dabei geblieben. Also kurze Zwischenfrage. Ja. 1969, als Klaus Tschitschek zum HSV gekommen ist und mit Uwe Seeler zusammen gespielt hat, erstes Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern, es kamen 20.000 Zuschauer. Warst du dabei? Weißt du das noch? Also ich habe immer zugesehen, dass ich auf jeden Fall beim ersten Spiel dabei war, also beim ersten Heimspiel. Und ich weiß nicht, ob ich dabei war. Ich war beim ersten Heimspiel 1963 dabei gegen Saarbrücken und wollte nach 0-2 Rückstand schon nach Hause gehen. Aber dann haben sie ja noch 4-2 gewonnen. Aber ich habe viele HSV-Spiele schon damals gesehen. Und als Klaus kam, war ich sehr angetan im Gegensatz zu heute bei den Verpflichtungen. Von Klaus wusste man, dass er ein laufstarker Spieler war. Und er hat ja nicht nur 262 Bundesligaspiele für den HSV gemacht, sondern auch 57 Tore dafür dabei geschossen. 47. Insgesamt habe ich 61. Okay. Und aber es zählt ja keiner. Nee. Aber das ist natürlich für einen so unterwegs seinen Mittelfeldspieler eine riesige Quote, ne? Das muss man so sagen. Also ich habe mich auf ihn gefreut, muss ich sagen. Aber Kai hat es gerade schon erwähnt, 20.000 Zuschauer ist ja jetzt nicht so, so viel. Wie war so das Standing des HSV so in der Zeit, wenn du dich erinnerst, Dieter? So Ende 60er, dann Anfang 70er Jahre. Ich meine, das Volksparkstadion, ich war ja selbst auch oft genug da, war ja jetzt auch nicht immer so einladend. Ja, eben. Genau das ist es. Also jahrelang, jahrzehntelang kann man sagen, haben die HSV-Fans und auch die Medien über die kalte Betonschüssel im Volkspark geschrieben. Und also so richtig wohlfühlen konnte man sich da nicht. Also die Fans in der Westkurve, die haben ihr eigenes Happening da gemacht und ähnlich wie bei St. Pauli, also für Stimmung gesorgt. Aber ansonsten war das wirklich zu weitläufig, mit der Aschenbahn kein Fußballstadion, also kein reines Fußballstadion. Und das war nicht überraschend zu der Zeit. Also der HSV hatte sich ja auch so im Mittelfeld als irgendwie graue Maus schon einen Namen gemacht damals in der Bundesliga. Damals zumindest als graue Maus der Bundesliga. Heute ist es ein bisschen die Gefahr der grauen Maus der zweiten Liga, ne? Und dann kam mit Klaus Ochs, als Klaus Tschitschek zum HSV kam, ja auch ein neuer Trainer, ganz junger Trainer. Da wussten viele nicht, wie wird das weitergehen mit dem HSV. Und ist ja nicht gut weitergegangen, das muss man ganz klar so sehen. Und bei Klaus Ochs, wenn ich den Namen erwähne, dann fällt mir gleich Charlie Dörfel ein, der sich an ihm ja die Zähne ausgebissen hat und dann auch weggegangen ist. Und Klaus hat das schon eben erwähnt, Charlie Dörfel war einer der besten Linksaußen der Welt und dass der HSV dann auf ihn verzichten konnte, das war schon übel, muss ich sagen. Könnte ich was dazu sagen? Gerne. Ach so, das ist so. Ich habe jetzt, Charlie war zu der Zeit, es kam ja Schorsch Volkert, ne, als Linksaußen, haben sie ja ihm vor die Nase gesetzt. Ja. Und Charlie hatte wirklich noch die Form, um Linksaußen zu spielen. Ne? Und der Schorsch Volkert hat gespielt, obwohl Schorsch im ersten Jahr nicht die Leistung gebracht hat. Ne? Also das war nicht so überragend vom Schorsch. Charlie hätte verdient gehabt zu spielen auf Linksaußen. Ne? Und er war natürlich dann enttäuscht, ja, so enttäuscht, dass er dann den HSV dann auch verlassen hat. Ne? Wie war Uwe Seelers Bild in Öffentlichkeit damals? Also er war ja schon, er war der Weltstar ja gewesen. Und wie war es dann zum Herbst seiner Karriere? Also Uwe war bis zum Ende meine große Hoffnung, wenn ich zum HSV gegangen bin, dass er Spiele auch allein entscheidet. Und das hat er so oft getan, das muss man sagen, indem er nicht nur Tore schoss, sondern die ganze Mannschaft aufgeweckt hat oder mitgerissen hat. Und wenn ich zum HSV gefahren bin, dann habe ich
immer nur gehofft, Uwe Seeler in Form, dann wird das auch schon klappen. Und Uwe war zu der Zeit schon ein wirklicher Weltstar, das muss man sagen, und war geliebt von allen, weil er nicht nur fußballerisch überzeugte, sondern auch neben dem Fußballplatz auch als Mensch ein großartiger Mann. Also ich kann nur sagen, er ist einer der besten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Klaus, das, was Dieter jetzt gerade sagt, das hören wir jetzt ja in diesen Tagen und dieser Woche sehr, sehr häufig, weil jetzt viel über den Geburtstag berichtet wird. Und hat das in der Mannschaft damals auch manchmal ein bisschen genervt, dass alle immer über diesen großartigen Menschen Uwe Seeler gesprochen haben, alle wollten was von ihm, alle redeten über ihn, alle spielten dann ihn an, wenn es darauf ankam. Hat das auch irgendwann mal in der Mannschaft für Neid gesorgt? Nee, Neid bestimmt nicht, denn unsere Mannschaft war ja nicht so stark. Ich glaube, als ich von Nürnberg weggegangen bin, gut, dass ich nicht auf die Tabelle geguckt habe beim HSV. Die stand auf Platz 14, ne? Und ich wollte ja eigentlich nach oben gehen. Ne? Aber ich glaube, nach Platz 14 haben wir dann im ersten Jahr, also 69, 70 die Saison, sind wir Siebter geworden mit Klaus Ochs als Trainer. Ne? Und dann hat man dann aber in einer Saison ganz große Probleme, als Uwe dann aufgehört hat. Ne? Aber wir waren schon froh, dass Uwe dabei war. Ne? Denn Uwe hat und der Rummel hat nie gestört? Also das das haben alle eingesehen. Die haben alle aufgeguckt. Ne? Es war ja so, dass dann später, Uwe hat ja bis 72 gespielt, also drei Jahre noch. Keiner. Also da haben ja noch Spieler gespielt. Das Gerüst war ja noch da mit Spielern, die lange mit Uwe auch gespielt haben. Ne? Da bin ich dazu gekommen. Erst zwei Jahre später sind dann die jungen Spieler alle dazu gekommen. Ne? Dieter, wie viel Fans waren eigentlich so beim Training damals in der Zeit? Das war nicht viel. Also das muss man wirklich sagen. Also wenn das 100 waren, dann waren das schon viel, wirklich. Nicht also, viel und 100 ist das natürlich, wenn man es mit heute vergleicht, heute sind dann mal 20 da, ne? Also, nein, aber also zu meiner Zeit, als ich fürs Abendblatt berichtet habe, da waren schon die ganze kleine Tribüne, die da die drei Reihen steht, Traversen, die waren schon voll besetzt. Also sowas hat es beim HSV nie gegeben. Also allerhöchstens 100. Aber damals muss ich sagen, konnte man auch noch nicht so sehr daran als Fan teilnehmen. Ne? Also da wurde nicht bekannt gegeben, wann die Mannschaft trainiert oder die waren auch nie so richtig willkommen. Das muss man ganz klar sagen, die Fans. Ne? Aber warst du auch mal beim Training und wie hast du es erfahren, wenn es nicht öffentlich im Internet, das es damals noch nicht gab, bekannt gegeben hat? Das gab es nicht. Man ist auf blauen Dunst dahin gefahren. Und entweder hat man ein oder zwei Verletzte laufen sehen oder man hat die Mannschaft gesehen. Also da muss man sagen, das war nicht so strukturiert, wie es heute ist. Ne? Das ist aber du bist klar. Auch mal auf gut Glück, so die könnten jetzt um 10 Uhr trainieren, ich fahre mal hin und gucke mal, ob ich da jemanden sehe und wenn nicht, dann gehe ich halt ins Einkaufszentrum. Dann bin ich wieder enttäuscht nach Hause gefahren, eindeutig. Klaus. Wir haben ja damals ich wollte ganz kurz mal, Klaus, du hast eben über Uwe Seeler gesprochen. Also ich habe Uwe Seeler ja als Meckerbüdel auf dem Platz kennengelernt. Ne? Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so nah an Uwe Seeler rankomme, dass man sagen kann, wir sind befreundet. Das kann ich heute. Aber dass es so ein großartiger Mensch ist, weil er auf dem Platz konnte er ja auch allen die Hammelbeine langziehen. Und ich möchte mal wissen von dir, Klaus, erinnerst du dich, dass du auch irgendwann mal von Uwe so angemacht worden bist, weil du einen Fehler gemacht hast? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Aber wenn er mich angemacht hätte, ich hatte so einen Respekt vor ihm, ich hätte gesagt, Uwe, du hast ja recht. Aber ist er denn ein bisschen ruhiger geworden später oder hat man da auch in späteren Jahren immer noch ihn laut auf dem Platz gehört? Der war laut, der hat geschrien, aber die kannten, die meisten, die schon jahrelang mit ihm gespielt haben, die kannten das ja. Aber wegen Uwe jetzt nochmal, es war wirklich so, wir waren froh, dass er gespielt hat. Wenn er nicht gespielt hat, hatten wir keinen, der Tore macht. Und bei Uwe wusste man immer, der macht was Besonderes, der ist immer für Tore gut und deshalb waren wir froh, hätte keiner gegen Uwe gemeckert, weil er derjenige war, der die Tore dann geschossen hat. Das braucht man ja, um Punkte zu bekommen. Ja. Klaus, eure
Wege haben sich ja beim Verein gekreuzt, aber nicht bei der Nationalmannschaft. Du hast es ja gerade eben schon erwähnt. Ja. Du hast ein Länderspiel gemacht, ausgerechnet in Karlsruhe gegen Marokko habt ihr gewonnen, 5-1. Ja. Du hast sogar ein Tor gemacht, obwohl du jetzt nicht der 2-Meter-Schrank bist. Kopfballtor, und aber ohne Uwe Seeler. Und zu deiner Länderspielkarriere hätte ein früherer Nationalspieler des HSV eine kurze Frage. Moin, Christian Rahn hier. Immerhin 5 Länderspiele für Deutschland bestritten. Warum ist es nur bei dem einen Länderspiel geblieben? Du, da musst du Helmut Schön fragen. Ich habe schon mal gesagt, der Helmut Schön hat mich 7 Jahre warm gehalten. Also in Karlsruhe, weil du jetzt gesagt hast, Uwe hat nicht gespielt. Ich bin ja froh, dass er nicht gespielt hat. Sonst wäre ich gar nicht zum Einsatz gekommen im Nachhinein. Denn ich kann mich erinnern, dass im Kader, im Spiel gegen Marokko, 2 Spieler verletzt waren. Aufgrund dessen bin ich dazugekommen. Und das war Bernd Dörfel und Uwe Seeler damals. Deshalb habe ich nicht mit Uwe gespielt. Aber es war so, dass ich... Also durch Uwe Seelers Verletzung hast du die Chance bekommen. Ja, nehme ich an, sonst wäre ich nicht in den Kader gekommen. Und das Tollste war ja, das habe ich auch schon oft erzählt, ich war... An dem Wochenende war ja Bundesligaspiele, und ich war in meiner Heimat in Marburg. Und ich fahre abends mit meinem Bruder nach Marburg, warum weiß ich nicht, hab's Radio an und höre Kader gegen Marokko. Und ich sage, ich bin gefahren, mein Bruder sitzt neben mir, ich sage so aus Spaß, und Zatsche KSC. Ich habe es kaum ausgesprochen, höre ich Zatsche. Ich sage zu meinem Bruder, sag mal, war das so? Haben da meinen Namen genannt, dass ich im Aufgebot gegen Marokko am Mittwoch bin, kommende Mittwoch. Und er sagt, ja Klaus, ich hab's doch so verstanden. Hast du im Radio erfahren? Ja, im Radio damals. Das war die Radio, ja. Also der Trainer hat keine WhatsApp geschrieben, wie das dann heute der Fall wäre. Im Radio habe ich es erfahren, und dann sage ich zu meinem Bruder, du, jetzt fahren wir nach Marburg am Hauptbahnhof, da gibt es die Nachtausgabe aus Frankfurt. Und ich sage, da steht immer das Aufgebot drin gegen Marokko. Und so war das auch. Da habe ich meinen Namen gelesen, und das war natürlich was Besonderes. Und dann habe ich irgendwie meinen Trainer Roth in Karlsruhe irgendwie erreicht. Und ich sage, ist das wirklich so, dass ich im Kader bin? Sagt er, ja. Klaus, du musst morgen Abend, musst gleich runterkommen. Sportschule Schönung ist Treffpunkt. So. Und dann habe ich dann mit den Spielern gespielt, die ich vor einem halben Jahr noch, 66er Vize-Weltmeister waren die ja damals. Halbes Jahr später, 67 Februar, habe ich das Länderspiel gemacht. Ne? Und war natürlich stolz, habe aber nie mit einem Einsatz gerechnet. Nachmittags, ich habe gedacht, naja, du bist dabei, aber das war's dann auch. Und bei Halbzeit, Ulsas hat damals Mittelstürmer gespielt von Braunschweig, bei Halbzeit war der Spielstand 2-1. Und dann kommt Ulsas, ist zu Schön, sagt er, ich kann nicht mehr weiterspielen, bin verletzt. Und den Augenblick vergesse ich nie, als Helmut Schön mich angeguckt hat in der Kabine und sagt zu mir, Klaus, zieh die Jacke aus. Da war alles klar. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen. In meinem Stadion, als ich dann die zweite Halbzeit reingegangen bin, und da warst du dann 2 Meter der groß. Der erste Gedanke war, Jugendnationalmannschaft habe ich gespielt, der erste Gedanke, erste Schritt auf den Rasen, so, jetzt bin ich A-Nationalspieler. Das war wirklich so. So habe ich gedacht, A-National ist ja was Besonderes, ne? Also für die Nationalmannschaft zu spielen. So, und dann läuft das Spiel so, haben ja alle mitgespielt, ne? Alle, die bei der Welt mit Overath und Beckenbauer und Willi Schulz ja auch noch, ne? Und haben ja alle gespielt. So, und dann war das so, dass Sigi Held irgendwo auf der linken Seite durchgeht. Und ich denke, ach, lauf einmal vors Tor und bleib nicht irgendwo am 16er stehen als Mittelfeldspieler. Ich habe so halb rechts außen oder halb Mittelfeld. Und lauf einfach durch. Und dann kommt die Flanke auf spitzen Winkel. Also das war gar nicht so einfach. Und ich gebe im Kopf, und das war dann ein Aufsetzer. Ne? Also hätte ich den jetzt in der Luft getroffen, dann hätte der Torwart ihn gehabt. Aber der setzte bei der Hand vom Torwart vorher auf und geht rüber. Ich konnte es gar nicht glauben, ne? 3-1. Ne? Und da haben sie mich natürlich auch, mein Publikum in Karlsruhe, die haben mich dann natürlich dann gefeiert. Eigentlich der Beginn einer großen Länderspielkarriere. Ja. Es ging dann ging's weiter. Wir hatten dann ein Länderspiel, ich weiß nicht, 2-3 Monate später, in Hannover gegen Rumänien oder Bulgarien. Ne? In diesem Spiel waren ja 5 Neulinge. Also Wolter im Tor, Heinkes, Löhr, Zacik, 5 neue Spieler. Silov auch. Jetzt kriege ich den 5. Nee, das weiß ich jetzt nicht, Silov. Nee, aber Wolter im Tor, Heinkes, Löhr, ich und da war noch einer. Es fällt mir jetzt nicht. 5 neue Spieler. So. Und danach war dann ein Länderspiel in Hannover gegen Rumänien oder Bulgarien, da wäre ich dabei gewesen. Ne, vielleicht hätte ich auch gespielt, denn rechts außen war ja keiner da. Bernd Dörfel war verletzt und hatte aber eine Knieverletzung. So, ich,
Und ich habe immer gedacht, scheiße, jetzt eine Knieverletzung. Wenn du einmal drin bist, bist du drin. Ne? Und wenn nicht, dann hast du wieder Probleme reinzukommen. Ne? Und dadurch, dass ich bei einer Mannschaft gespielt habe, die nur um Abstieg gespielt hat, ne, dann ist es schwer, ne, irgendwo in die Nationalmannschaft zu kommen. Ne? Und deshalb habe ich mir ja gesagt, jetzt gehst du zu einem Spitzenverein, um mehr Länderspiele zu machen. So, dann gehe ich zum deutschen Meister Nürnberg und Verlauf kennt man ja, Abstieg. Ich bin dann in jungen Jahren, erst in späten Jahren, dass ich dann mal Titel geholt habe. Ne? Aber in jungen Jahren hätte ich gern in der Spitzenmannschaft gespielt. Ne? Aber auch beim HSV hat das ja zunächst nichts mit der Spitzenmannschaft geklappt. Ja, auch nicht. Die letzten Jahre von Uwe Seeler hat der HSV eher im Mittelfeld der Liga gespielt. Wie war das damals mit der Hierarchie? Also es kamen ja dann schon die ersten jungen Burschen dazu, wie Manfred Kals und Kargus, Hidien. Ja. Wie war da die Hierarchie in dieser Mannschaft? Du warst ja auch noch einigermaßen jung. Ja, ich war 27, ich war schon einer der Ältesten. Wir hatten auch die Jungen. Und ich muss sagen, in der Saison 71, Uwe hatte bis gespielt mit, als Uwe aufgehört hat, dann war das Saison 72 hat Uwe aufgehört. Und das Jahr danach, da hatten wir Probleme. Wir hatten nur junge Spieler, alles junge Nationalspieler, aber zu jung. Ne? Ich war mit 27 einer der ältesten, Bubi Hoeneß, ich war noch da, Willi Schulz hat, glaube ich, auch noch gespielt. Und da hatten wir ohne Uwe das Problem, Uwe hat mit 36 noch 12 Tore gemacht, bevor er aufgehört hat. So, und wir hatten keinen Torjäger. Wir haben es versucht mit Lübbecke oder Gerd Klier, Klaus Fock. Das waren für die erste Liga, das war eine Liga zu hoch für die. Ne? Mhm. Und wir hatten keinen Vollstrecker. Es ist keiner über 10 Tore gekommen. So das Jahr danach. Und deshalb hatten wir das Problem. Und in der Vorsaison haben wir dann den Horst Hese dann geholt. Ne? Willi Schulz ist auf die Idee gekommen. Während der Saison als Retter. Ja, nach, ne? Also ja, nach der halben Saison. Saison es nach 72. Aussah. Ja, der kam im Dezember oder ne? Während der Saison, ich weiß nicht. Naja, und Horst Hese hat eine Stimmung reingebracht. Wenn ich daran noch denke, wir haben uns in der Woche einmal getroffen. 7-Up Club hieß der Club. Ne? Da haben wir uns einmal bei Ötschern in der Kneipe in Niendorf getroffen und haben uns gefeiert um Kameradschaft. Ne? Das hat Horst Hese reingebracht. Und es war wirklich so. Und wir haben, wenn wir im Quickborn im Trainingslager waren, sind im Stadion, da hat der Horst Hese vorne am Radio, beim Bus gesessen und hat gesagt, die ersten 5 aus Amerika, heiße Musik. So. Und mit der Stimmung sind wir dann ins Stadion und haben das noch umgebogen. Mit 9 Punkten in der Vorsaison haben wir dann noch 9 Punkte und haben dann nochmal 19 Punkte geholt in der Rückserie, um in der Bundesliga zu bleiben. War die Geduld der Fans damals da, eigentlich auch mit jüngeren Spielern was zu machen? Oder wie haben sich die Anhänger verhalten, Dieter? Ja, auf jeden Fall. Die Geduld war da, weil es waren Typen in der Mannschaft, das muss man mal sagen, die auch bei den Fans ankamen. Also wenn Klaus jetzt sagt, Horst Hese, der wurde von allen geliebt, obwohl er so ein kleiner Rabauke war eigentlich. Das muss man auch mal sagen. Der hat beim Einlaufen schon den Gegenspieler beim Einlaufen schon in die Hacken getreten. So ist das. Also, aber da wussten alle, der gibt 100%, bis er in der Kabine wieder angekommen ist. Und der hat sich zerrissen und der hat auch vor allen Dingen alle anderen mitgerissen und die haben sich auch mitreißen lassen. Also der hat schon für einen Umschwung gesorgt und der war bei den Fans unheimlich beliebt. Also der wohnt ja leider in Eupen in Belgien, aber wenn der hier noch auflaufen würde, immer wieder bei den HSV-Spielen, der wäre ein Held, das muss man wirklich sagen. Wenn wir trotzdem noch mal 1-2 Jahre zurückspulen, nämlich an das Ende der Zeit von Uwe Seeler beim HSV, also in den 70er Jahren, es gibt jetzt gerade eine ganz, ganz tolle Doku im NDR, die jetzt dieser Tage am 3. November läuft. Den Film hat Reinhard Beckmann gemacht und Reinhard Beckmann hat genau zu dieser Zeit eine Frage an dich und die hören wir jetzt. Oh Mensch, Klaus Tschatschik, ich meine früher Karlsruhe, aber große Zeit beim HSV, das macht mich ja echt ein bisschen neugierig. Ich war ja schon Fan von Tschatschik auch, weil der war ja so ein eleganter Mittelfeldspieler, ne? Hat er so einen eleganten Stil gehabt. Ne? Aber der wird ja wissen, wie das zum Schluss mit Uwe war. Also das würde ich ja gerne mal von ihm wissen. Sag mal, die letzten 2-3 Jahre bei Uwe, ob das bei Uwe auch ein bisschen langsamer geworden ist dann auf dem Platz, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Klaus, ja, warst du schneller als er? Kann sein. Uwe war 33 und er hatte ja die Achillessehne, damals den Achillessehnenriss. Und ich glaubte, das hat sich schon ausgewirkt auf seine Grundschnelligkeit. Ne? Also, aber egal, wir waren froh, dass er dabei ist. Wie gesagt, wenn Uwe nicht dabei ist, haben wir nicht den Mann gehabt, der die Tore gemacht hat. Ne? Wir hatten keinen vorne in der Spitze. Wurde irgendwann mal im Training damals eine 100-Meter-Zeit
gemessen? Weißt du das noch? Nee, das nicht. Aber das war klar, Uwe, das ist mir auch aufgefallen, wenn ich den mit 27 damals in Karlsruhe das erste Spiel und dann am Ende, aber ich muss immer sagen, ich habe schon irgendein Spieler gefragt, wie das dann nach Uwes Achilles sehen. Also das hat ihn schon, die Grundschnelligkeit, glaube ich, die war nicht mehr da, vielleicht auch ein bisschen auch durch die Achillen, 66 war das, glaube ich, der Achillessehnenriss bei ihm. Ne? Ich glaube 65, es war dann, 65, er kam dann 66, ja zur Qualifikation gegen Schweden, kam er ja zurück. International. Hat dann auch das entscheidende Tor gemacht. Aber ich glaube, deswegen war es, glaube ich, 65. Ja, ja. Nee, dass er die Grundstelligkeit nicht mehr hatte, das hat ja ein gewisses Alter gehabt. Aber es war wichtig, dass er dabei war. Wenn er nicht gespielt hat, hatten wir auch nicht die Ergebnisse. Ne? Also wir waren schon froh, dass er auf dem Platz stand. Und der Gegner hat ja auch ein bisschen Respekt gehabt. Und Kopfball spielen konnte er ja auch noch. Ne? Also er war schon, ne? Wenn Uwe nicht mitgespielt hat, hatten wir keinen vorne. Ne? Wie das heute jetzt auch wieder so ist, ne? Nachdem der Rotte weg ist beim HSV. Du brauchst ein Torjäger, du brauchst einer, der die Tore macht, sonst und da ist keiner, nach Uwe ist keiner über 10 Tore gekommen. Dieter, wenn du dann im Stadion warst, dann eben Anfang der 70er, hast du als Fan, dann hat man das gesehen, also Uwe, toll, dass er dabei ist, aber ist halt auch ein bisschen langsamer geworden, weil klar, also, älter und so weiter. Das ist mir so, sicherlich war das so, aber das ist mir nicht aufgefallen, weil er war vielleicht ein bisschen langsamer, aber er war immer noch dynamisch und Uwe war ja ein Brocken. Also der war zwar klein, aber der ist ja mit dem Kopf durch die Wand marschiert und der hat links und rechts alle zur Seite geschoben und ist immer den direkten Weg zum Tor gegangen. Nein, also Uwe hat seine Dynamik mit dem Achillessehnenriss nicht verloren, sondern der ist so geblieben und das muss man ja auch sagen. Also kopfballmäßig war das ja, also wenn Horst Rubisch ein Ungeheuer war, dann war Uwe eigentlich ein Horrortyp für jede Abwehr, weil Uwe ist ja auch mit der Nase über die Grasnarbe geflogen, um den reinzuköpfen. Also es war Wahnsinn, was der Mann geleistet hat in Sachen Kopfball. Also da können sich heute alle Alex-Spieler eine Scheibe von abschneiden. Das muss man sagen. Ich fand das auch erstaunlich. Er hat später auch mal gesagt, er hat eben immer am Pendel geübt. Und er hat auch nie gesagt, so ich kann jetzt Kopfball spielen, muss ich nicht mehr üben, sondern er hat das immer weiter geübt. Ne? Ja. Und nicht irgendwie. Hab ich gesehen. Also ich war oft genug als kleiner Knabe am Roten Baum. Also und in der Kurve zur Kirche hinten waren zwei Kopfballpendel und da hat Uwe Seeler so oft alleine trainiert. Wenn die Mannschaft schon sich umgezogen hat nach dem Training, dann ist Uwe noch an den Kopfballpendel gegangen und hat nicht nur Kopfbälle trainiert, sondern auch Fallrückzieher und auch Volleyschüsse. Also der hat nicht nur mit dem Kopf da am Pendel gearbeitet, sondern wirklich auch seine Technik bei Fallrückziehern oder Volleyschüssen verbessert. Klaus, 1972 hat Uwe dann sein großes Abschiedsspiel im Volksparkstadion bekommen. Warst du da eigentlich auch auf dem Platz? Ja, natürlich. Das war ja einer der Höhepunkte für mich, jetzt nachdem ich nie mehr Nationalmannschaft gespielt habe. Das war ja wirklich gegen eine Europaauswahl zu spielen. Und da habe ich mich auch, und vor allem von meinem kleinen Dorf, da sind auch 30 Leute gekommen, ganzer Bus, die hatte ich eingeladen. Ne? Und die waren so stolz und auch in diesem Spiel natürlich, Eusebio, das waren da Typen dabei. Ne? Also es war wirklich fast eine Weltauswahl. Zähl mal ein paar auf, die da. Ja, Jajic links außen, Kapi Memmering hat zweite Halbzeit gespielt. Der sagt, du, der hat mich so schwindelig gespielt, der Jajic auf links außen. Oder George Best oder Franz Beckenbauer. Wow. War für mich Bobby fast Moore, eine Weltauswahl. Bobby Moore, ja. Genau. Ja, Bobby Moore, alle, ne, bei WM war ja noch und Hurst, der Engländer Mittelstürmer, der die Tore gemacht hat, war auch dabei. Das ist wahrscheinlich jetzt eine dumme Frage, aber gab es sowas wie Trikottausch damals schon? Nee, das nicht. Schade. Nee, aber das Schöne war, dass ich, wisst ihr was, ich habe das jetzt mit meinem Bruder, der hat das, man kann das ja sehen, das Endspiel. Ich habe es jetzt gesehen zum ersten Mal hier bei man kann das sehen, das Spiel. Ne? Ich kenne mich ja nicht so aus. Ne? Also man kann googeln, ne, irgendwie, und man sieht das Endspiel. Ich habe das vor ein paar Tagen gesehen. Mein Bruder hat mich angerufen und sagt, du Klaus, du kannst dir das Endspiel von Uwe nochmal angucken. Und dann habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und dann wart ihr abends alle zusammen mit den internationalen Weltstars und ihr Hamburger wart ihr dann irgendwo zusammen essen, trinken? Ja, natürlich im Atlantik. Im Atlantik Bankett, ja. Bankett aber. Und da war auch hier der Udo Jürgens Les hat Humphrey gesungen. Les Humphrey Singers, Udo Jürgens. Und dann war es ein feuchtfröhlicher Abend, gehe ich mal von aus.
Ja, natürlich, bis zum Ende, bis morgens, ne, bis zum Frühstück. Ja. Nee, was ich noch sagen wollte zum Spiel selbst, das ist, ich wusste nicht mehr, 7-2, aber jetzt weiß ich, dass 7-3, ich 7-3 ne? ausgegangen ist, ja. Und dass ich auch ein Tor gemacht habe und ein schönes sogar. 7-3 für Hamburg oder? Nee, für die Europa-Auswahl. Nein, und ich habe jetzt gesehen, dass ich ein schönes Tor gemacht habe und Helmut Schön war auch dabei. Und der Witz war wieder, wie alt war ich, 27, und dann kam wieder der Wittmeier nach dem Spiel, Klaus, ich habe ja nicht schlecht gespielt in dem Spiel, ne, war viel am Ball und mein Bruder sagen, Mensch Klaus, du spielst ja so, wie die heute schon spielen, abspielen und gehen, ne? Ohne Ball unterwegs sein, viel laufen, klar. Immer im Ballbesitz dann nach dem Spiel wieder der dumme Spruch vom DFB, dann Wittmeier sagt, Klaus, halt dich dran, du hast noch eine Chance. Wie gesagt, 7 Jahre warm gehalten, ne? Mit 21 bist du voll im Saft. Ne? Und ich weiß von Haus aus, wenn ich in der Auswahlmannschaft gespielt habe, ich konnte mich immer steigern. Ne? Viele gehen die Muffe, was weiß ich, aber in Auswahlmannschaft mit guten Nebenspielern konnte ich mich immer steigern, ne? Und habe auch immer meine Leistung gebracht. Ne? Ja. Dieter, hast du im Stadion eine kleine Träne verdrückt? Damals beim Abschiedsspiel? Ich war nicht dabei, das weiß ich. Erschütternd. Ja, das war so, aber ich hatte selbst ein Spiel. Und für Bambi Uhlenhorst oder? Ja, für BU. Und logischerweise, ich war Mannschaftsführer meiner Mannschaft, da kann ich nicht sagen, es tut mir leid, Uwe Seele hat sein letztes Spiel, ich kann leider heute nicht mitspielen, das hätte ich nie übers Herz gebracht. Aber ich weiß, dass ich das anschließend im BU-Clubheim live geguckt habe. Und war beeindruckt, was da alles aufgelaufen ist. Das muss man sagen. Zu Klaus muss ich noch sagen, das war Herbert Wittmeier. Der war Co-Trainer, ja genau. Der war lange Jahre auch Bundesliga-Trainer, aber war im Stab des DFB. Und der kam eigentlich aus Karlsruhe, glaube ich. Ne? Also, der war Verbandstrainer in Karlsruhe und hat aber ganz früher auch erst den FC Nürnberg trainiert. Uns hat er zwischenzeitlich auch mit dem KSC, waren wir immer hinten im letzten Drittel. Wir hatten manchmal 3-4 Trainer in einer Saison auch. Ne? Und da war Wittmeier auch dabei. Ja, ne? Genau. Und er kannte mich. Aber ich meine, dieser Spruch dann nach dem Spiel, dann wieder mich wieder... Ne, warm er wollte dich motivieren. Gesagt, ja, nochmal, mit 27, da habe ich nicht mehr dran geglaubt. Ja. Aber am Anfang habe ich immer auf die Chance gewartet, mein zweites Spiel zu machen. Wie oft wurde mir schon die Frage gestellt, Klaus, warum nur ein Länderspiel? Ne? Christian Rahn lässt grüßen. Ja. Aber um das mal abzuschließen, Bodo Ilgner, der lange Jahre ja Nationaltorwart Nummer 1 war, der hat mal den Spruch gebracht, richtiger Nationalspieler bist du erst, wenn du 12 Länderspiele gemacht hast. Ja. Nee, mir war es egal. Darüber kann man streiten. Nee, aber ich hätte mir schon ausgerechnet, du kommst eine Halbzeit rein, machst ein Tor, ein besserer Schnitt geht ja gar nicht. Ne? Ja. Also, aber Torschnitt. Klaus, noch mal eine Frage zu dem rund um das Abschiedsspiel. Es gab, Uwe hat damals ja auch ein Lied bekommen zum Abschied von der George Martins Marching Band. Ja. Da bist du auf dem Cover auch, ich habe ein Foto gesehen, da bist du auf dem Cover dabei. Hast du da mitgesungen das damals? Das war ein Witz. Ja, pass auf, ich weiß gar nicht, im Lübschen Baum war, nee, wo haben wir denn das? Lübscher Baum oder irgendwo waren wir in der Stadt, haben, ja genau, gesungen. Aber pass auf jetzt, ein Witz, ich kann ja kein Englisch. Ne? Ich bin auf die Toilette runtergegangen, auf einmal singen die da zwei, drei Verse Englisch und ich denke, ich kam ja da nicht mit. Ne? Und das kann doch nicht sein, also wir wollten da Deutsch singen. Ich konnte kein Englisch damals auch nicht. Ne? Und, aber ich habe so mitgesungen. Ich weiß einen Spruch von Kopjun zu Ötzi. Der hat gesagt, Ötzi, du darfst mitsingen, du kriegst auch Kohle, du kriegst auch dein Geld, aber geh bitte die letzte Reihe rüber. Wobei ich habe mit deiner Stimme. Ich habe ein Lied, da können wir jetzt gleich mal reinhören, da singt ihr auf Deutsch, Grüß, also Uwe wurden Seele. Da mehrere Lieder aufgenommen. Ne? Wir waren noch in der Hitparade, Drehscheibe irgendwo. Ne? Ah ja, wir hören mal ganz kurz rein. Wir grüßen Uwe Seeler, glaube ich. Ne? Hören wir da auch deine Stimme irgendwo? Nee, aber es hieß doch dann, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly Vielleicht gab es ja auch mal die internationale Version. Ja, es gab bestimmt noch eins, so eine B-Scheibe musste ja auch. Nee, dieses Lied, for he's a jolly good fellow. Ja. Ne? Jetzt kann ich es, ne? Aber ich denke mal, wieso singen die jetzt Englisch? Ich war auf der Toilette, komm zurück, dann höre ich diese, die da singen. Ne? Und das war zum Lachen. Nee, aber ich war dabei, dann waren wir auch eine Drehscheibe und wir grüßen Uwe Seeler, den großen. Gab es auch Kohle dafür? Ja, ich glaube, vielleicht 100, 200 Mark, ne, oder was? Ja. Dann war leider die Karriere vorbei von Uwe Seeler. Kam er dann trotzdem nochmal ab und zu beim Training vorbei, hat quasi
abtrainiert und die alten Kollegen gegrüßt? Wir waren froh, wenn Uwe, der hat doch da gewohnt, wenn genau. Uwe kam, dann hat der Kuno gleich gesagt, gut, wir machen jetzt ein Spiel, kein Konditionstraining. Wenn Uwe kam, haben wir ein Spiel gemacht. Ich sag, haben wir schon gesagt, alle. Gerade gegen Ende der Saison, weißt du, wenn du nicht mehr die Kraft hast. Der Kuno hat, der hat nicht wenig, nicht viel, aber am Ende dann, ne, wir hatten, waren so ein bisschen überspielt und dann kam Uwe. Uwe kam angelaufen, ne, und Kuno gleich gesagt, jetzt machen wir ein Spiel. So. War ideal für uns. Und für Uwe auch, der hat mitgespielt. Hast du da auch ein paar Einheiten gesehen, Dieter? Absolut, ja, da war ich schon da. Also, ja. Kam immer rübergelaufen von seinem Haus, der hat ja nebenan gewohnt, hat im Gelände genau, auch gewohnt. Ja, genau. Ja, ja. Also, der hat noch lange Zeit mittrainiert. Ja, ja, ja. Und als Ruberstein später kam, muss man wirklich sagen, der war so erstaunt, in welcher körperlichen Verfassung Uwe noch ist und wie hoch der immer noch springen konnte. Ich weiß nicht, ob Horst Rubesch sich das zum Vorbild genommen hat. Also er hat gesagt, so oft ist Uwe mit dem Kopf höher gesprungen als der Torwart mit den Händen. Und da haben alle nur noch gestaunt, obwohl er damals schon richtig alt war. Wir haben es ja eben schon angesprochen, dass danach war die Zeit nicht ganz so einfach für den HSV. Gab auch die eine oder andere empfindliche Niederlage. Genau dazu hat Peter Hinien, auch ein ehemaliger Mitspieler von euch, eine Frage. Hallo Klaus, erinnerst du dich noch an das Pokalspiel VfB Eppingen gegen den HSV Oktober 74, wo unser Trainer Kuno Klötzer einige Stammspieler eine Ruhepause gönnte? Du hattest ja auch Pause und wir fuhren mit einer 1-2-Klatsche nach Hause. Klaus, du winkst ab. Da könnte ich mich heute noch ärgern. Ich habe mit Kuno Theater gehabt. Dr. Peter Krohn, das war, also Kuno hat, der brauchte den Dr. Peter Krohn, auch wenn viele gesagt haben, der hat ab und zu mal bestimmt die Aufstellung und so. Das hat er immer gemacht. Ja, ja, das hat er aber auch im Vertrag gehabt. Und Kuno hat blind unterschrieben, weil er gesagt hat beim Unterschreiben, Kuno, unterschreib mal hier, gar nicht durchlesen. Und ich muss mal in die Stadt und habe einen Termin. Und Kuno hat unterschrieben, einen Tag später kommt er wieder und sagt, wie heißt er mit Vornamen wieder? Krohn. Peter. Hat er gesagt, Peter, das kann ich doch nicht unterschreiben. Kuno hat wahrscheinlich gesehen, Erhöhung und kommt einen Tag später, wollte sagt, da muss man noch durch. Nicht, Kuno, hast du unterschrieben? Nee, aber was ich sagen wollte, der Krohn hatte an dem Wochenende, Samstag, als der Spieltag war, haben sich die Präsidenten oder Manager in München getroffen, alle aus der Bundesliga. Hatte aber zum Kuno gesagt, Kuno, nimm das ernst gegen Epping. Die haben schon Völkling rausgeworfen und noch irgendwo so ein Zweitliga. Runde, genau. Ja, jetzt. Völkling und noch so ein Verein, große Klappe. Vor allem habe ich mich gefreut. Das ist ja in der Nähe von Karlsruhe. Meine Schwiegereltern wären gekommen und noch Bekannte dazu, zu dem Spiel gegen Epping. Und wir haben am Mittwoch gegen Brasov oder irgend so rumänische oder bulgarische jemand drei Tage vorher gespielt, Gewinn 8-1. Aus dieser Mannschaft lässt er 5 Spieler draußen. Klaus Sacik, Sonny Winkler, Peter Nogli, Dici Rip und Bertel. Bertel und Ripp sind zwar mit, haben aber auf der Bank gesessen. Und eingesetzt wurden Willi Reimann, einige Wochen verletzt gewesen, Mattensen und noch so ein paar. Und er lässt uns 5 zu Hause. Da habe ich richtig Theater, da war ich so sauer. Und was haben wir gemacht? Peter Nogli sagt, du, St. Pauli spielt gegen Mainz 05. Gehen wir zum Pokalspiel. DFB-Hauptrunde St. Pauli gucken. Haben geguckt. Und das Schlimmste war, abends im Sportstudio siehst du das Spiel und siehst, der HSV ist aus dem Pokal rausgeflogen. Und wir sitzen zu Hause, gesund. Ich habe zu Kuno gesagt, das kann doch nicht sein. Und ich habe mich dann aufgeregt. Ich habe gesagt, ich bin doch jetzt Profi, ich will das spielen. Und wir wären unter die letzten 8 wieder gekommen, ne? Gegen Epping. Aber es gibt ja auch Spieler, muss ich sagen, Bundesliga, ich brauche jetzt keine Namen zu nennen, die gegen Amateure, wenn es gegen Amateure geht, so mit halber Kraft eingehen. Ne? Und Peter Nogli weiß das und noch so ein paar bei uns, wir haben gesagt, den musst du gleich entgegenhauen und musst sagen, pass auf, euch hauen wir erstmal 1-2 Tore rein, auf Tore gehen, dann hast du deine Ruhe. Aber je länger das 0-0 steht, gerade gegen die Amateure, umso schwieriger wird das dann. Ne? Und da fliegen wir raus, das war für mich, habe ich mich noch nie aufgeregt. Und ja, Kuno hat sich dann auch geärgert, weil ich dann ihn auch kritisiert habe, im Kicker auch, im Sportmagazin. Aber ich war so sauer. Eine Pressestelle gab es damals noch nicht, die da einmal drüber geguckt hat, ne? Wir wären weitergekommen, nee. Garantiert. Aber, und Peter Nogli ist ja auch so einer, gerade gegen Amateure, ne? Die Ärmel hochkrempeln. Ne? Ja. Und, aber vielleicht erzählst du einmal ganz kurz, dann wie ist das? Der HSV ist ausgeschieden, dann ruft ein Redakteur vom Kicker wahrscheinlich bei dir zu Hause an, sagt, haben Sie kurz Zeit, wollen wir uns einmal unterhalten? Und dann hast du einmal von der Leber frei erzählt. Und da stand dann ich glaube, ich habe das schon hier in der Tageszeitung und die hat das irgendwie übernommen. Oder es kann auch sein, dass ich mich danach
danach mit ihm unterhalten, weil ich so sauer war auf ihn. Mir war das egal. Pass auf, das nächste Spiel, Bundesligaspiel war in Rot-Weiß Essen. Und dann sagt der Präsident von Rot-Weiß Essen, naja, wir hoffen, dass der HSV oder Kuno Klötzer denn ohne Nokli und Klaus Zatschik nach Essen kommt. Ja, hat er nochmal erwähnt. Ich konnte das nicht begreifen. Das war bei Kuno. Du bist gesund, du bist nicht verletzt, ne, dass man sich schonen muss. Und wenn es mal so war, dass ich mal gesagt habe, nach einem Auswärtsspiel, ich möchte mal unterwegs, Kuno, kann ich mal von der Fahrt, kann ich mal eine Zwischenstation machen in meiner alten Heimat in Marburg. Da hat er gesagt, nein, geht nicht. Oder mal Montag zum Training frei. Ne, wenn ich mal, hat er gesagt, nein, geht nicht. Und in so einem wichtigen Spiel im Pokal. Ne. Und das war die Zeit, da, wir sind immer weit gekommen. Ne. Das war, wir haben ja dann auch, im Endspiel sind wir gekommen. Ne. Aber wie kann man aus der Mannschaft vom Mittwoch 8-1 gewonnen, Selbstvertrauen, und die hatten so eine große Klappe, lass den HSV kommen. Es war ja in der Bundesliga, standen wir auf erster Stelle mit 7-1 Punkte. Das kommt ja noch dazu, wir waren Platz 1 in der Bundesliga. Offenbar hat Kuno Klötzer die Rotation erfunden, aber er ist nicht auf Gegenliebe gestoßen. Ja. Nee, ich hätte platzen können vor Wut, ne? Ja. weil ich wir wären weitergekommen und Pokal, ne? Das ist, nicht nur du hättest platzen können. Ja, ja. Das war so Mitte der 70er. Lass uns mal einen kleinen Zeitsprung machen. Dieter, du warst dann 1980, glaube ich, wenn ich das richtig nachgelesen habe, hast du dann angefangen, über den HSV zu schreiben. Ja. Zunächst mal für den Heimatspiegel. Genau. Erinnerst du dich noch, oder ich weiß es ganz genau, an dein erstes Interview mit Uwe? Ja, das war dramatisch. Oh Gott. Also das war wirklich so. Also der Verleger damals, Karl-Heinz Meinke, der war befreundet mit der Familie Seele. Also die haben auch viel gefeiert zusammen. Und dann kam irgendwann der Verleger mal runter, und also aus dem oberen Stockwerk, und sagte, Herr Matz, es wird jetzt mal Zeit, dass wir uns auch mal ein Interview mit Uwe Seeler gönnen. Ich habe Ihnen einen Termin gemacht, fahren Sie da mal dann und dann dahin. Ja, und du hattest vorher noch nie mit Uwe Seeler gesprochen? Nie, nein. Das war das allererste Mal. Und also ich bin da schon wirklich, muss ich sagen, voller Respekt und mit wackeligen Knien hingefahren. Er hatte das Adidas-Lager in der Ulzburger Straße, also ein Stückchen weiter Richtung Norden als die HSV-Anlage. Und da hatte er sein Adidas-Lager, wie gesagt, und Erwin Pechowiak arbeitete da. Und den habe ich dann erst getroffen, und ich fragte Erwin, wo kann ich denn Uwe Seeler treffen? Und dann sagte er, der sitzt oben, und dann bin ich so eine alte, ganz knarrende Holztreppe nach oben gegangen, und am liebsten wäre ich wieder umgekehrt. Ich hatte wirklich riesen Respekt und auch, muss ich sagen, die Hose voll. Und dann saß Uwe da, und dann sagte er, ja, komm mal rein, mein Junge. Ne? Und dann wie alt warst du? Ungefähr? Das ist 1980 war das? 1980 war ich 32. Mhm. Und dann hat Uwe gesagt, dann setz dich mal hin, also er hat mich geduzt so, ne, und setz dich mal hin, und was hast du auf dem Herzen? Und ja, da haben wir gesprochen, und dann musste ich auch ein Foto machen. Das war, also, nee, ich da schäme ich mich heute noch für. Ich sagte, Herr Seeler, ich muss ein Foto machen, darf ich ein Foto machen von Ihnen? Ja klar, sagt er, mach mal. Und dann, ich hatte so eine Aquaclick mitgebracht, also, und Uwe saß vorm Fenster. Und ich habe Gegenlicht? Ich habe Gegenlicht fotografiert, das, also. Schön noch mit Adrenalin ein bisschen verwackelt. Ja, und bin dann ich habe dann zur Sicherheit noch 3-4 Fotos gemacht, und damals natürlich mit dem Film drin, und bin dann voller Stolz dann nach dem ersten Seeler-Interview zum Heimatspiegel zurück und habe der Fotolaborantin Christel Tiedemann den Film in die Hand gedrückt, und sie kommt wieder und hat gesagt, was hast du denn gemacht? Ich sag, wieso? Ja, das ist ja, da sitzt ja Roberto Blanco. Also, und nicht Uwe Seeler. Also, und wie sie aus dem Bild dann noch ein halbwegs brauchbaren Uwe Seeler gemacht hat, ich weiß es bis heute nicht, aber ich hätte sie küssen können, wirklich wahr. Sie hat mir die Bilder gezeigt. Es war nichts zu sehen von Uwe Seeler. Es war einzig ein wirklich nur schwarz, wirklich. Wahrscheinlich eine doofe Frage, aber du musstest das Interview nicht autorisieren lassen, oder doch? Nein, das musste ich nicht. Nein. Das gesprochene Wort zählte noch damals. Absolut. Und er hatte auch
Ja, das hatte ja auch mitgekriegt, Uwe, wie ich aufgeregt war. Und er war befreundet mit der Familie Meinke. Das hätte das Lesen denn ja auch die oberen Chefs, und da hätte nie irgendwie was drinstehen können, was gegen Uwe gerichtet ist. Ne? Also nein, da keine Sorge, wirklich keine Sorge. Du warst 32, hast du gesagt, ne? 32. Und warst natürlich aufgeregt. Uwe Seeler war ganz cool. Und die zentrale Frage, die diese Woche jetzt immer wieder gestellt wird, und wie ist Uwe Seeler mit dem ganzen Rummel um ihn herum, wie ist der so normal geblieben? Dieter, hast du irgendeine Erklärung nach all den Jahren? Tja, also eine Erklärung habe ich insofern, dass er so erzogen worden ist. Er sagt ja immer wieder, dass sein Vater, also sein Bruder und auch seine Schwester Anni, Bruder Dieter, immer schön auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Also der Vater war eigentlich die Leitfigur, und der hat, also denke ich auch mal, mit einer gewissen Härte oder mit einer gewissen Konsequenz die Kinder erzogen, und so sind sie gewesen. Also ich habe Dieter Seeler ja auch kennengelernt, noch als Spieler, und der war genauso. Also geradeaus, immer wirklich direkt, aber nie irgendwie ausfallend geworden. Und Uwe, das war das sein Naturell. Also er ist auch so erzogen worden, und deswegen ist er immer so geblieben. Also ich kenne Uwe nicht, dass auch nur der kleinste Hauch von Arroganz oder Überheblichkeit ihn umgeben hat, sondern er war immer ganz normal. Und ich denke mal, dass sein Papa Erwin dafür gesorgt hat. Es gibt noch einen anderen Beleg für das, was du eben so geschildert hast, Dieter. Ich war gestern bei der Matinee des NDR, als der Film über Uwe gezeigt wurde. Und da habe ich kurz mit Max Lorenz sprechen können, mit dem er ja auch lange Jahre schon befreundet ist. Und der hat mir netterweise mal geschildert, wie das für ihn war, als er das erste Mal Uwe Seeler getroffen hat. Das erste Mal Uwe Seeler im Weserstadion, also der HSV in Bremen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da habe ich genau wie jetzt im Moment wieder wackelige Knie. Das war für mich ein Erlebnis, ein großartiges Erlebnis. Werde ich nie wieder vergessen. Nun hatte ich aber auch Mut. Das Ganze war beim Warmmachen vor dem Spiel, einige Minuten. Und dann hat er mir die Hand gereicht und mir alles Gute gewünscht. Das kann man ja nicht vergessen. Der HSV ist in Bremen, und er wusste, dass ich als junger Spieler nun auch dabei sein würde für die Zukunft. Hat er mir alles Gute gewünscht. Das hat mir Kraft gegeben. Ja, eigentlich unglaublich, ne? Wenn man sich das heute vorstellt. Ja, das ist wirklich sensationell. Also, aber so ist Uwe. Das muss man wirklich sagen. Er künstelt sich ja nicht da hoch, sondern so ist Uwe. Das muss man ganz eindeutig sagen. Also bei der Gelegenheit, ich schweife jetzt ab, aber muss ich sagen, als Jürgen Klopp Trainer, junger Trainer in Mainz war, das hat nie ein anderer Trainer, da war ich schon fürs Abendblatt unterwegs, nie ein anderer Trainer gemacht. Das ist heute vielleicht so in jedem dritten, vierten, fünften Spiel so gang und gäbe. Aber Klopp ist nach einem Spiel gegen St. Pauli auf den Platz gegangen und hat jedem St. Pauli-Spieler die Hand gegeben. Also der musste sich auch nicht verstellen, sondern der hat sich bedankt für das Spiel. Also ich glaube, obwohl es endete, glaube ich, unentschieden, aber nicht zur Sache. Aber so ist Uwe. Der ist ein so toller Mensch, der denkt auch an seinen Nebenmann, dass es ihm gut geht. Und das ist für ihn ganz wichtig. Also ich habe ja in den letzten Jahren einiges mit ihm an Zeit verbracht. Ich habe nie, auch nur annähernd, auch hinterher, wenn wir alleine waren, ein böses Wort darüber von ihm gehört, dass er wieder so begehrt war für ein Selfie oder ein Autogramm oder so. Er hat alles wirklich mit Gelassenheit und auch mit Liebe ertragen, das muss ich sagen. Aber ist ihm das nie zur Last eigentlich gefallen? Du hast ihn ja jetzt auch in den vergangenen Jahren häufig begleitet zu Terminen, dass er mal sagte, oh, das geht mir jetzt aber, ich sag mal, direkt auf die Eier, können die mich nicht mehr in Ruhe lassen? Nicht ein einziges Mal. Also ich weiß, dass damals, als er
kurz nachdem er Präsident war, ist er einmal ans Volksparkstadion zu einem Spiel rangefahren und ich kam gerade des Weges und habe ihm die Tür aufgehalten und sagte, also da habe ich ihn noch gesiezt. Ich sage, Tag, Herr Seeler, das ist schön, dass Sie nicht so laut, wenn das alle hören, das Tag, Herr Seeler, dann kommen Sie wieder alle angelaufen und ich möchte erstmal ins Stadion kommen, ohne dass ich hunderte von Autogrammen schreiben muss. Also das ist der einzige Tag, an dem ich wirklich mal mitgekriegt habe, dass es ihm doch ein bisschen zu viel geworden ist, aber dann war es auch meistens so, er hat bei Engel im Hotel, da haben sich alle Leute vorher getroffen und also von Jürgen Engel, dem späteren Schatzmeister des HSV, das war ja sein Freund und auch da war ich ein paar Mal mit und die ganze Belegschaft und die Gäste des Hotels und des Restaurants, die kamen immer und haben Autogramme gewollt. Und dann kann man auch irgendwann mal verstehen, dass er sagte, nicht so laut, das hören alle und dann kommen sie angelaufen. Und naja, und aber ansonsten wie ein gutmütiges Schaf, muss man wirklich sagen. Also so lieb und so nett. Ich habe wirklich nie ein böses Wort von ihm gehört. Klaus, eine Frage interessiert mich dann aber doch, weil alle immer über für Seeler natürlich, so wie eben Dieter, lobend sprechen. Und dieses eine Kapitel in seinem Leben, wo er dieses Angebot von Inter Mailand hat und wissen alle, es ging um viel Geld, er hat das abgelehnt, war toll, er wollte in Hamburg bleiben. Man kann das ja auch von der anderen Seite aus sehen. Hat ihn vielleicht in diesem einen Fall auch ein bisschen der Mut gefehlt, mal was anderes zu machen? Oder wie hast du das damals empfunden? Ja, da haben sich alle gewundert, dass er das Angebot nicht angenommen hat damals. Er hätte ja 1,2 oder sogar noch mehr, 1,5 Millionen verdienen können. Ich glaube, für 2 Jahre und hätte ablösefrei. Das war ja das, ich glaube, auf der ganzen Welt im Profifußball gab es nie so ein Angebot zu der Zeit. Und das, ja. Aber in diesem Ausschnitt habe ich dann mitbekommen, dass Ilka gesagt hat, das war ja so in dem alles Film, zu geschäftlich alles. Hätte er mal gefragt, darf ich mal zu Ihnen nach Hause kommen, ne? Irgendwo persönlicher. Und das hat man ja bei den Beratern heute auch, dass die direkt zu den Eltern gehen und die einschließen, ne? Oder hätte die Ilka mit, ne? Ohne Ilka haben die sich wohl da im Vierjahrsunie oder wo war das? Ich glaube, im Atlantik haben die sich getroffen, ne? Und das war Ilka zu unpersönlich alles, ne? Und dadurch. Ist eine hypothetische Frage, Klaus, aber hätte ja. Inter Mailand bei dir angefragt, dann wärst du am nächsten Tag im Flugzeug gesessen, oder? Ehrlich gesagt, ich habe ja in Karlsruhe toll gespielt und von der Technik her, ne? In Karlsruhe technischer Fußball und da waren Italiener, ne? Die waren ja damals schon in Karlsruhe, Süddeutschland, ne? Tschatschik, musst du nach Inter Mailand gehen? Musst du nach Inter Mailand gehen? Ich habe das gar nicht für ernst genommen. Aber der wusste ja, was damals auf dem Fußball gespielt wurde. Ne? Warum nicht? Aber habe ich nie dran gedacht. Ich habe auch gar keine Zahlen im Kopf gehabt. Ich wusste nur, dass damals Schnellinger, es sind ja eine Helmut Haller, den habe ich später mit, dann habe ich Altliga gespielt. Also nicht Altliga, das prominenten Spiel mit Helmut. Die waren ja in Italien und haben damals ja sehr viel Geld verdient. Ne? Aber ich habe da nie dran geglaubt. Mein Ziel war, erstmal Stammspieler Bundesliga zu werden, dann vielleicht Nationalspieler, ne? und das war so mein Ziel. Ich habe nie ans Ausland gedacht. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, von Nürnberg eventuell nach Feyenoord Rotterdam zu gehen. Ne? Da war Happel damals. Und da hieß es sogar, als ich den Flug von Nürnberg damals, um zu unterschreiben beim HSV, bin ich ja geflogen. Und dann hat mir noch der mich von Karlsruhe weggeholt hat nach Nürnberg, Max Merkel, da so ein Späher war das, der hat gesagt, Klaus, es könnte sein, dass ich, weil ich ja in Frankfurt zwischengelandet habe auf dem Flug nach Hamburg, dass da das Mikrofon kommt, Klaus Tschatschik ans Telefon, dann wäre das Feyenoord Rotterdam gewesen. Aber ich habe mit 23, war mir auch noch zu früh fürs Ausland, ne? So habe ich damals gedacht. Ne? Heute ist das ja alles anders. Aber Dieter, könntest du dir im Nachhinein Uwe Seeler bei Inter Mailand vorstellen? Hätte er es geschafft? Hätte es ihn vielleicht auch positiv verändert? Also geschafft hätte er es auf jeden Fall. Es gab keinen besseren Mittelstürmer auf der Welt zu der Zeit. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Uwe brauchte sein Umfeld. Er brauchte sein Haus in Ochsenzoll. Und ich denke mal, dass er dann doch ein bisschen verkümmert worden wäre da in mit einer anderen Sprache und da sind dann auch noch andere Stars, die mit ihm hätten gekickt und ich denke mal,
das hätte ihm nicht so zugesagt. Also ich glaube schon, dass es die richtigere Entscheidung war, auch wenn jetzt seine Frau Ilka sagt, sie hätten mich mal fragen sollen. Aber vielleicht ganz gut, dass sie es nicht getan haben. Ja, ich glaube, dass es er hat alles richtig gemacht, ganz sicher. Aber eins muss ich sagen, ins Ausland gehen. Ich habe mitbekommen, wir haben uns mit Franz Beckenbauer, der hatte vor, da war er 21, 22, nach Mailand hat er ein Angebot gehabt. Der wollte hin, aber es gab zu dem Zeitpunkt gerade eine Sperre für Ausländer. Also konnte er nicht nach Italien. Franz hat, das habe ich aus seinem Mund gehört, hat gesagt, er wollte nach Italien, aber es gab eine Sperre. Wie lange die gelaufen ist, weiß ich jetzt nicht. Und das muss ja so mit 66, 67 so gewesen sein. Zu der Zeit auch das Angebot, ne, aus Mailand, ne, Italien halt. Er wäre hingegangen, hat er jetzt nach so langer Zeit mal gesagt. Am Ende sind sie alle geblieben und vielleicht ja auch ganz gut so. Dieter, du hast es selbst gesagt, du warst damals ehrfürchtiger Journalist und standst mit zitternden Knien vor ihm mittlerweile, viele, viele Jahre später. Ihr habt eine freundschaftliche Beziehung zueinander. Was ich natürlich alle immer frage, ich weiß nicht, inwiefern du das beantworten kannst, aber wie geht's Uwe Seeler heute? In dem Film hat man natürlich, das waren Langzeitbeobachtungen, viel gesehen und er hatte ja auch einen Unfall, schon ein paar Jahre her, hat jetzt letztes Jahr nochmal einen Unfall. Wie geht es Uwe Seeler heute? Kannst du was sagen? Ihm geht's wirklich nicht gut, das muss ich sagen. Und ich kann die Familie, die Kinder gelten als übervorsichtig, aber ich kann die Familie nur beglückwünschen, inklusive Ilka Seeler, dass sie ihn jetzt ein bisschen zurücknehmen und rausnehmen aus der ganzen Mühle, weil Uwe hat zu viel gemacht in den letzten Wochen. Er hat seit 3 Jahren hat er ständig Operationen gehabt, immer mit Vollnarkose und er hat Stürze erlebt und jetzt hat die ganze Stadt oder die ganze Nation nicht miterlebt, dass er nochmal ganz, ganz schwer gestürzt war. Das ist zum Glück geheim gehalten worden, weil ich glaube, das wäre 14 Tage auf allen Titelblättern dieser Republik gewesen, wie Uwe aussah und wie er zugerichtet war im Gesicht. Er hat 3 Schnittwunden erlitten bei dem Sturz und Neulich war ich beim Verleihen des Uwe-Seeler-Preises im Rathaus und da habe ich zu dem Innensenator Andi Grote gesagt, Herr Grote, Sie können sich so glücklich schätzen, dass das Uwe Seeler erlebt hat, weil nie ein anderer Mensch wäre niemals zum Verleihung des Uwe-Seeler-Preises ins Rathaus gekommen mit den Verletzungen. Und Uwe hat das so schnell abgeschüttelt und hat, er sagt ja immer wieder, hat in seiner ganzen Karriere gesagt, ich habe ein tolles Heilfleisch, er muss es haben, weil er hat das so gut überstanden, wie kein anderer das überstanden hätte. Aber ihm geht es heute immer noch nicht gut und das ist auch Folge des Sturzes und leider muss man sagen, hat das angefangen mit dem Riesenunfall, als er von Russen vor dem Elbtunnel unverschuldet gegen die Mauer geschoben worden ist mit seinem Auto. Und seitdem ist es eigentlich immer weiter bergab gegangen. Also und jetzt, ich würde sagen, im Moment ist Uwe bei 80%. Und ich hoffe und bete, dass er irgendwann mal wieder Richtung 100 marschiert. Die Familie tut gut daran, ihn wirklich behütet zu lassen und nicht mehr in die freie Umlaufbahn zu schicken, um hier ein Interview und da ein Interview zu machen. Ich glaube, wenn sie von ihrem Papa und ihrem Ehemann noch viel was haben wollen, dann sollten sie ihn wirklich behütet zu Hause lassen. Dieter, Uwe weiß ja selbst, dass so die besten Jahre hinter ihm liegen, das hat man ja deutlich gemerkt. Wie sehr muss er kämpfen, um sich so seinen unerschütterlichen Optimismus zu bewahren? Also kämpfen muss er, glaube ich, gar nicht. Weil wenn ich bei ihm bin, dann das kann man gar keinem erzählen. Oder auch wenn es ihm schlecht geht. Er hat so einen Mutterwitz und so einen Humor. Und ihm ist der Optimismus nicht verloren gegangen. Das muss ich sagen. Also das ist sein Naturell, glaube ich. Aber er weiß natürlich, wie du sagst, Lauxi, dass er gelitten hat körperlich. Aber
ich denke mal, dass er darauf vertraut. Er hat ja wirklich einen sehr guten Arzt mit Professor Südow im Albertin-Krankenhaus, der sich rührend um ihn kümmert. Und er vertraut diesem Doktor. Und dann, glaube ich, wird er vielleicht doch noch mal der Alte werden. Er vertraut auf den Doktor und wir vertrauen jetzt auf euch beide, weil so gerne wir noch 2 Stunden weiter hier plaudern wollen würden, müssen wir leider ein bisschen zum Ende kommen. Und wir haben am Ende immer eine Rubrik und die lautet: Meine Top 3. Genau, meine Top 3, und wir haben für euch beide jeweils eine Frage mit der Bitte, das wird nicht einfach sein, um eine kurze Antwort. Und zwar wollen wir wissen, deine Top 3, Klaus, deine Top 3 Uwe Seeler-Momente. Kannst du da was aus dem Ärmel schütteln? Die Momente mit Uwe? Ja, fällt dir da was ein? Also mir ist jetzt nochmal eingefallen, dass ich, Moment Nummer 1, genau. Ach so, Nummer 1. Es war nicht nur ein Grund, Grund mit war auch, dass ich mit Uwe in einer Mannschaft spielen kann. Das war auch vielleicht sogar der Hauptgrund, dass ich zum HSV gegangen bin damals. Denn wie gesagt, ich habe mal auf die Tabelle da geguckt, die standen ja auch nur Platz 14, wäre ich danach gegangen. Da wäre ich auch nicht nach Hamburg gegangen von Nürnberg. Also Seeler war ein Wechseljoker sozusagen. Ja, das war ein Hauptgrund, dass ich mal mit Uwe, wie gesagt, als kleines Kind habe ich schon geschwärmt von ihm. Und ich wollte mal mit ihm in einer Mannschaft spielen, das war auch mit der Hauptgrund. Ein schöner Top, ein schöner Moment 1. Hast du noch einen zweiten? Warum ich mit Uwe? Nee, ein also Moment mit Uwe Seeler zusammen. Ja, der Höhepunkt war natürlich auch Abschiedsspiel, ne? Und das da mal mitzuerleben, ne? Und ja, und das war auch nochmal ein tolles Erlebnis, ne? Mit dem Abschied dann und mit der Feier im Atlantik. Das war was ganz Besonderes, ne? Also das hat mich so ein bisschen entschädigt fürs zweite oder dritte Länderspiel. Nee, muss ich ehrlich sagen, ne? Hast du ihm mal ein schönes Tor aufgelegt? Ja, mir fällt nur eins ein, mal gegen Berlin, die letzte Minute. Aber Uwe war ja vorne immer im Zentrum. Da stand es lange Zeit 0-0 gegen Hertha, da hatten wir immer Probleme zu Hause, ne? Und da habe ich einen von der linken Seite einfach so gedacht, die letzte 2 Minuten, haust einfach mal nach vorne, halb hoch. Und wer war dazwischen beim Flug? Ball, Uwe, so halb mit dem Kopf und wir haben 1-0 gewonnen. Das ist der Moment 3 und ein perfekter Übergang zur Dieters-Frage, nämlich Dieter, deine Top 3 Uwe Seeler-Tore, was wahrscheinlich die schwierigere Frage ist, weil er nun 800.000 Tore geschossen hat. Deine Top 3 Seeler-Tore bitte. Auf jeden Fall, da war ich im Stadion damals um die deutsche Meisterschaft gegen Westfalia Herne im Volksparkstadion. Das Tor gegen Hans Tilkowski, wo die beiden außerhalb des 5-Meter-Raums sich um eine Flanke bemühen. Uwe war wirklich auch wieder mit den Händen so hoch wie Tilkowski, Nationaltorwart, mit dem Kopf. Und beide knallen zu Boden. Der Ball war noch in der Luft und Uwe mit dem Fallrückzieher ins Tor, also das ist sensationell und das werde ich nie vergessen, ne? Ganz eindeutig. Nummer 1, Nummer 2? Das war ein Tor gegen FC Burnley, auch im Europapokal und im Volksparkstadion, da hatte der HSV im Hinspiel 1-3 verloren und kein Hamburger hat mehr daran geglaubt, gegen den englischen Meister, dass der HSV das umbiegen kann. Aber Uwe hat an dem Tag 2 Tore geschossen und eins war, so wie ich das vorhin gesagt habe, mit dem Kopf durch die Wand. Er hat alles stehen und liegen lassen und abgeschüttelt und ist auf den Torwart, weiß ich noch wie heute, Blacklaw, zugelaufen und hatte sich den Ball ein bisschen weit vorgelegt, aber im Grätschen, so wie Max Morlock im Finale von 1954, WM-Finale, an Kostic vorbei, hat Uwe den Ball ins Tor boxiert und der HSV ist mit 4-1 dann weitergekommen. Also das war auch legendär. Gänsehaut und ein Gänsehautmoment wollen wir jetzt auch bei Tor Nummer 3 hören. Ja, das ist natürlich das Hinterkopf-Tor in Mexiko gegen England, wieder gegen England. Und er sagt ja immer, ich habe einfach nur meinen Kopf hingehalten. Aber wenn man dieses Tor genau betrachtet, dann weiß man, dass er richtig geköpft hat nach hinten. Also er holt mit dem Kopf aus und platziert ihn genau da, wo er ihn hinhaben wollte. Und er hat nicht nur einfach den Kopf hingehalten, er wusste genau, was er tut. So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, lieber Dieter. Es hat großen Spaß gemacht mit euch beiden, die Geschichten zu hören und auch wie ihr die Erlebnisse mit Uwe Seeler geschildert habt.
Und ich denke, wir werden am Freitag alle ein Glas auf ihn heben und auf seine Gesundheit und hoffen, dass er dem HSV und uns allen möglichst lange noch erhalten bleibt. Auf jeden Fall. Dankeschön. Mir hat es auch Spaß gemacht. So, und wir melden uns wieder, Kai, nach dem KSC-Spiel, richtig? Genau. Und danach ist schon wieder eine Länderspielpause. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine doch etwas längere Fassung, aber für mich sehr kurzweilig, für uns alle, denke ich mal. Und ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss, das heißt bei uns auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.